Ich grüße euch, meine lieben Freunde da draußen. Da bin ich wieder, euer Zordern, voller Tatendrang. Und als solches und mit solchem rennen wir jetzt mal gleich Richtung Motorsportpark Formel-Schweinsstrecke. Und eine... Nee, passt auf. Damit wir Distanzen schneller zurücklegen, nehme ich das Pferd und zeige euch, was sich verändert hat. Es war ja ein Problem bei der Formel-Schweinsstrecke, dass durch den Schnee, der da oben natürlich logischerweise auftaucht, ruckzuck immer... Ja, Sternschweif. Wow, du bist natürlich viel zu schnell für die Strecke. War da oben das Problem, dass durch den Schnee immer die abbremsenden Kiesbetten außer Kraft gesetzt worden sind. Und man auch nicht mehr genau sah, wo die Strecke überhaupt lang geht. Und das habe ich in einer mühevollen Aktion behoben. Ich habe nämlich die gesamten Tribünen ab... Also die da ist noch billig, die ist noch nicht überdacht. Aber ab hier werden dann die Tribünenpreise teurer. Denn ich musste tatsächlich hier den gesamten Bereich überdachen. Hier seht ihr, da ist Schnee auf der Tribüne, brrrkalt. Und hier die teure Tribüne, die ist jetzt... schneefrei, damit man auch die Strecke vernünftig sehen kann und diesen engen Schlenker und hier auch eventuell ins Wasser fallen kann. All das ist jetzt möglich hier. Und auch dieses rutschige und dann stark bremsende Kiesbett. Alles da. So, und das Ding ist ja, 8 Starter sind hier möglich. Es ist natürlich kein Problem, hier noch mehr Starter möglich zu machen, indem wir hier noch weitere Zäune anhängen. Und wir haben ja einen Le Mans-Start. Das heißt, die Schweine werden vorher angebunden. Und dann heißt es auf die Plätze fertig los. Jeder rennt zu seinem Schwein oder rennt zu einem Schwein, schmeißt sich drauf und dann geht das los. So. Und der Plan ist hier, dass wir das nochmal ändern werden. Es wird nämlich so sein. Diese Spender, die kommen alle weg. Die Trittplatte kommt weg. Der Boxenstopp, der braucht hier keine zusätzlichen Verlängerungen, denn er wird von sich aus sowieso langsam sein. Denn wenn du eine neue Angel brauchst oder auch mehrere, musst du in die Box reiten, und zwar in deine, und dann einfach an eine Kiste reiten mit dem Schwein, dir aus der Kiste die Angeln rausholen. Und wenn sie alle sind, sind sie alle. Das ist natürlich gemein, wenn jetzt einer reinkommt und sagt, ich nehme mir einfach alle Angeln, die da drin sind, dann hat mein Konkurrent keine Chance. Nö, der wird dann disqualifiziert, das ist dann klar. Eigentlich macht es dann Sinn, wir machen 2 Kisten, damit jeder seine eigenen hat hier, ne? Dann räumen wir die ganzen Boxen nochmal komplett um. Frage ist nur, habe ich jetzt genug Trichter? Machen wir das mal alles weg hier. Ne? Ist noch genug Platz dafür? Ja, geht alles noch. Habe ich das Fake-Wappen von Exe noch gar nicht. Ich überlege jetzt gerade, wie die Box dann am besten aufgeteilt wird. Die Betten lasse ich mal doch in der Ecke stehen. Hätte ich auch stehen lassen können. Ich mache das hier einfach hier vorne hin. Also auf jeden Fall, ne, man muss dann schon mit seinem Schwein hier rein und wirklich einfach an eine Kiste rangehen. So machen wir das. Also stellen wir hier jeweils eine Kiste hin. Da steht ja schon eine. Machen wir noch einen Trichter drüber, wo wir dann noch weitere reinmachen können. Ist das jetzt verbunden? Wenn ich da jetzt Kisten reinschmeiße, kommen die dann hier an? Ja, alles klar. Also, du musst dann mit deinem Schwein hier rein, an deine Kiste gehen oder an deinen Trichter gehen, dir deine Angeln rausholen und fertig. Oder hier so, ne? Genau das gleiche in grün.
Was will der mit den Feuerkugeln, fragt ihr euch immer noch, ne? Ja, fragt ihr euch zu Recht auch. Nein, so geht's nicht. Ich muss da schon draufklicken. So. Ja, wir haben es richtig gemacht, alles klar. Jeweils die Stellplätze für die Schweinepriester, wie wir vom Schweinsfahrer auch genannt werden, scherzhaft immer. Obwohl, ich glaube, manchmal ist es gar nicht so scherzhaft gemeint. So, die Betten jeweils in die Boxenanlage rein. Und ich glaube, ich muss von allem nochmal nachholen. Das ist aber nicht schlimm. Heute machen wir einfach mal so ein bisschen Action-Tag. Und da oben kann ja jeweils noch eine Kiste drauf, ne? Oder? Da können auch hier die Dinger drauf. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, ne? Funktioniert das, wenn ich da jetzt was rein tue? Doch, das funktioniert sogar. Weil eine Kiste kann nicht funktionieren, weil die würde ja nicht mehr aufgehen hier oben. Wisst ihr, was ich meine? Aber wenn ich die Dinger hinmache, dann kann man da wenigstens noch. Da wenigstens noch die noch weitere Angeln reinmachen, damit wir hier nicht so schnell Angelnot bekommen. Sowas ähnliches wie Legenot, ihr kennt das. So, das ist die letzte Box, die ich fertig machen kann. Dann muss ich schon wieder einen Nachschub holen. War es nicht schlimm, wir haben ja Pferd dabei, geht ja alles fix. So wird die Technik der Boxenanlage sein. Sehr, ja. Sehr basic. Tatsächlich mit anhalten, Schwein anhalten, Angel. Quasi von der Angel scrollen, an die Kiste gehen, dir neue Angeln rausholen, eventuell auch Austausch mit den alten. Das kann man machen, wie man möchte. Wir könnten hier jetzt auch noch Trichter hin machen, die, aber ich weiß nicht, was da drunter ist. Ich habe jetzt auch keine Behutsamkeit dabei. Kann ich mal gucken, was hier drunter ist, ob man hier so eine Art Mülltonnen hinmachen kann oder ob man die hier mitten auf die Strecke macht oder so. Na, hier kommen jedenfalls noch andere Dinge hin. Und zwar können wir das eigentlich schon mal installieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ach, das ist der letzte. Und ab da muss man dann schon wieder die richtige Richtung einschlagen. Die werden dann nämlich jeweils mit Wurftränken der Heilung bestückt. Und dann sollte es theoretisch möglich sein, wenn man dann nicht zu schnell hier rüber reitet und hier jeweils eine Druckplatte drauf legt, derer 8 wir hier haben. Ich nehme aber die. Dass dann. Muss man eventuell kurz stehen bleiben. Dann wird das Schwein mit. Mit einem. Ja, Wurftrank der Heilung beschossen, wenn man so will. Wir haben 8 Boxen, wir haben 8 Katapultdinger. Eigentlich ist es jetzt sinnig, dass man hier vorne einen Zaun macht, damit das Schwein stehen bleibt, weil sonst rennt das weiter und wird dann gar nicht getroffen von dem Ding. Das dauert ja auch mal einen Moment, dass das auslöst. Ja, ja, ja. Ja,
Ja, ihr seht, ich wusel ganz schön los hier mit der Formel Schweins, aber es macht auch Spaß. Ich freue mich jetzt schon drauf, nach dem ersten grandiosen Rennen in Hundsgrab jetzt bald hier eins zu starten. Es wird gleich dunkel, das heißt, dann gehen wir gleich nochmal pennen. Und dann muss ich noch mehr Truhen bauen. Ich muss noch, wie viel mehr Trichter brauche ich denn? Zwei habe ich noch, drei, vier habe ich noch, fünf, sechs habe ich noch und einen Trichter. Einen Trichter! Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein Trichter und acht Spender. Okay. Ich schaue mich hier mal in die Box. Da haben wir wieder den Salat. Wo ist das Pferd hin? Da vorne irgendwo. Ja, ich hole auf jeden Fall noch mehr Zäune. Ja? Meine Frechdachse, wir laufen mal die Strecke rückwärts ab. Ich bin ja verständlicherweise, weil ich in dem ersten Rennen ausgeschieden bin, auch dafür, dass wir nicht nur einen Lauf pro Strecke machen, sondern zwei Läufe pro Strecke. Also ein Hinrennen und ein Rückrennen sozusagen. Solange zumindest, bis wir mehr Strecken haben. Wenn wir dann in jeder Stadt eine Strecke haben, dann reicht das natürlich aus. Aber wenn wir nur drei Strecken haben und dann nur drei Rennen haben, ja, wenn du das erste Rennen ausscheidest, hast du eigentlich schon, kannst du die Meisterschaft schon mal vergessen. Und dann hätte man so noch eine Chance, ja, weiter um Siege zu kämpfen und eventuell noch zu gewinnen. Selbst wenn du bei einem Rennen mal ausscheidest. Ich habe ja selbst für die Regel gestimmt, wenn du dein Schwein kaputt machst, bist du raus. Das ist ja auch richtig so. Der Meinung bin ich auch weiter. Nur natürlich war das auch ein bisschen, ne, nicht ganz so ideal fair abgelaufen mit dem Verlust des Schweins. Ach, naja. Was willst du machen, ne? Ich muss noch Betten haben. So, ich brauche noch Betten. Ich brauche, wie gesagt, noch Schabender. Ich nehme doch nochmal einen Redstone-Satz mit hier. Schaden kann er nicht. Acht Spender brauche ich. Einen Trichter und acht Spender. Das heißt, ich brauche erstmal noch eine Kiste wieder. Wenn ich das nur so mache, dann wäre ein Spender draus, oder? Das sind neun Spender. Na gut. Das sind halt neun Spender. Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. So, dann braucht mehr Holz. Wenn die Strecke dann soweit ist und funktioniert, dann können wir uns langsam Gedanken drum machen, wann wir denn endlich ein Rennen ausrufen. Ja, ihr habt recht, ich gucke gerade tatsächlich, welches Holz ich jetzt verwende. Erstmal nehme ich das hier für was anderes, nämlich noch für ein paar Zäune. Ich habe tatsächlich Eichen am meisten. Mr. Oakenshield. Machen wir hier raus erst noch ein paar reichliche Kisten. Die braucht man immer. Das restliche Holz heben wir uns auf für Bauten. So, dann kann ich hier raus noch mal ein paar Seht ihr? Und der weiß mir, was fast wieder passiert. Der dämliche Fehler. So. an der Zahl. Davon genug. Und Betten. Betten natürlich noch. Acht Stück. So. Sternenschweif. Sternenschweif. Wohin habe ich dich hingestellt? Ich habe dich hier vor der Tür abgestellt. Das war mein Fehler. Aber da bist du schon, Epp. Direkt in... Eigentlich warst du in der richtigen Losreiterrichtung. Ich bin nur in der falschen Richtung aufgestiegen. Wie immer steigt der Barbar rückwärts aufs Pferd. Typisch für Barbar. Also mit Pferden würde das hier natürlich total abgehen, so ein Formel-Schweins-Rennen.
So, und damit ich euch nicht länger auf die Folter spanne, was habe ich mit den Werfern vor und den Lavabällen? Die kommen hier in den Hexentunnel. Der Hexenwald sozusagen. Da wird es dann hier in der Mitte immer schön Trittplatten geben, so dass man, und zwar mit einer Verbindung etwas weiter nach hinten, so dass man, aber das bauen wir wahrscheinlich erst beim nächsten Mal ein, so dass man Verfolger sozusagen mit Feuerbällen beschießen kann. Ich muss nur gucken, ob das dann dazu führt, dass hier der Wald abbrennt oder nicht. Das müssen wir testen. Und deswegen kann es durchaus natürlich passieren, dass ein Schwein auch mal kaputt geht oder beschädigt wird. Und deswegen finde ich es dann auch nur fair, wenn ich dann im Gegenzug in der Boxenanlage die Möglichkeit zur Heilung installiere. Und dafür werden wir natürlich auch ganz viel Alchemie machen müssen. Alchemische Brauten. Brauten, nicht Bauten. Brauten dann, genau. So, erstmal machen wir hier jeweils einen Bremszaun hin. Und das Schwein hier so sich beschießen lassen kann. Und dann muss man, kann man wieder losfahren. Natürlich kann man auch an einer anderen Box anhalten. Das ist von den Regeln dann nicht verboten. Wenn das nicht geklappt hat oder das Schwein noch nicht geheilt genug ist. Erstmal müssen wir gucken, ob überhaupt das Schwein geheilt wird dadurch oder ob das der Reiter abkriegt. Ne? Das weiß ich natürlich nicht. Das müssen wir alles ausprobieren. Aber es sind ja nur Ideen, die ich jetzt hier erstmal habe. Ja. Na, wie gesagt. Natürlich kann man auch zur nächsten Box. Das ist überhaupt kein Problem. Ist nicht verboten. Irgendwann sind sie halt leer dann. Aber es kostet einem ja auch Zeit. Und deswegen ist das nicht nur ein reiner Vorteil. Reiner Vorteil, alter Freund von mir. So. Boxenkiste. Ich habe den Trichter vergessen. Nein, Mist. Werkbank habe ich auch keine mehr. Also nochmal zurück gleich. So, Angelkiste, Trichter, Trichter. Spender, Was machst du denn da? Spender, Spender. Das ist eigentlich auch eine Idee, ne? Dass das von oben runterfällt. Aber man, wie gesagt, das funktioniert ja mit den Wurftränken nicht. Dann hat man einfach nur einen Trank in der Tasche. Und es muss ja so sein, dass das Schwein getroffen wird und geheilt wird. Und deswegen muss es ein Wurftrank sein. So. Hier hatten wir. Betten. Ich habe die Betten vergessen. Und was Opa Zeron dann vielleicht bei uns noch installieren muss, ist bei Start und Ziel auch so ein Zeitzurücksetzer. Damit wir hier, genau wie auf der Strecke in Hunsgrab, nicht das Problem haben, dass wir mitten im Rennen eine Nacht kriegen. Was einfach blöd wäre. Ich habe ja mitgekriegt, dass er hier sowieso spionieren möchte und vielleicht schon mal die Strecke testen möchte. Dann könnte er das ja dann gleich machen. Das wäre ja mal total nett. Nicht wahr? Darüber hinaus freue ich mich natürlich, wenn ihr hier vorbeikommt. So, und die letzte Gästebox. Für wen ist denn die? Die ist sogar noch frei. Hier ist Box 7, Nebellande. Im Dämmerfall ist es also, UFO hat sogar noch eine Box für sich alleine, wenn er denn... nicht UFO. Shadow meine ich. Wenn er denn wieder teilnimmt. Ich kann natürlich auch den Lauf einfach so legen, dass er keine Zeit hat, teilzunehmen. Nein, das würde ich nie tun. Shadow ist ein Freund von mir. Ja, hier fehlt ein Trichter, Herr Richter. Und derer Werkbänke viele. Na los, das machen wir jetzt noch schnell. Wir reiten jetzt mal die Strecke. Damit der durch die Box kurz verlangsamt, damit ihr nochmal einen Eindruck von der Strecke kriegt. Hier muss man mit dem Pferd echt aufpassen, mit dem Schwein geht's. Weil man nicht so schnell wird. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die lange Strecke, die reiten wir jetzt. Die in der Schleife. Dafür aber sicher ist. Und dann hier
den Wasserfall runtergeht. Da darf man nur nicht zu weit vorreiten, sonst geht man auch kaputt. Oder oben führt ja noch die Abkürzung an, die aber ein bisschen gefährlicher ist. Hier übrigens jetzt meine neue Holzfarm, sozusagen. Und dann endet sie hier und hier fällt man runter und hier nimmt das Schwein auf jeden Fall Schaden. Nicht viel, aber es nimmt auf jeden Fall Schaden. So. Die zweite Schussanlage hier mit Schneebällen, auch gegen Verfolger. Hier ganz viele Dorfbewohner, auch immer wieder schön. Kann ich das Ding, glaube ich, mal hier reinpacken. Das brauche ich nämlich nicht mehr. Redstone brauche ich noch für Leitungen. Und was wollte ich noch haben? Einen Trichter, Herr Richter, ne? Einen Trichter. Und Wärschbänke. Klunk. Ja, da habe ich doch noch hier... Das kann ich machen. Ach, und hier habe ich noch andere Spender gehabt. Na, egal. Die gehören eigentlich eher so hier zu dem Redstone-Zubehör dazu. Ah, und es wird nochmal Nacht. Ich habe was im Ofen. Nein. Schnell nochmal eine Runde pennen. Wo ist der Pferd? Der Pferd ist hier. Da reiten wir mit der Pferd zurück. Wieder nur die halbe Strecke. Wie gesagt, diese Passage, die wird erst noch richtig knackig. Hier hat man halt immer die Gefahr, dass man auch runterfallen kann. Zum Beispiel, wenn man seinen Gegner abdrängt. Was natürlich höchst unsportlich ist und keiner machen würde, oder? Ja, vielleicht aber auch doch, so wie ich meine Pappenheimer kenne. Hier durch die Schleife. Und zack, und wieder hoch. Und schon sind wir wieder drin. So, dann können wir hier schon mal anfangen, Werkbänke zu setzen. Eine Werkbank, zwei Werkbanken. Drei und vier Werkbank. Fünf, sechse. Ja, das war irgendwie klar, dass wir für die letzte müssen wir noch zwei machen. Aber Werkbänke machen wir ja gerne. So. Auch wenn die Box jetzt vielleicht gar nicht in Betrieb genommen wird, wollen wir sie doch zumindest voll funktionsfähig hinterlassen. So. Hier geht es dann wieder auf die Strecke. Ja, und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann darum, dass wir neben der Tatsache, dass wir hier ordentlich Befüllung herstellen müssen... Und da reicht das hier natürlich noch lange nicht. Warte mal. Und hier mal eine Doppelkiste hin, wo dann hier die Sättel und so ein Zeug reinkommt. Schweinefleisch, oh Gott. Die Stäbe können hier schon mal hinter. So, hier kommen dann, ja, wie gesagt, Sättel rein und so weiter. Und hier geht es ja um die Schweinezucht, die hier betrieben wird. Damit wir reichlich Rennschweine haben, muss ich dann beim nächsten Mal noch mehr Möhren mitbringen, noch mehr Fäden vor allem mitbringen. Das heißt also, das nächste Mal auf jeden Fall auf nach Hundsgrab und in Hundsgrab Spinnenseide besorgen ohne Ende. Und dann muss ich Tränke brauen. Ja, und dann müssen wir da noch die Gefahrenstelle in diesen Hexentunnel bauen. Ja. Also reichlich zu tun nächste Woche. Packen wir es an. Ich packe mir das hier mal als Gedächtnisstütze schon mal hin. Die Dinger und die Dinger und die Trittplatten hier. So, weil das brauche ich ja hier und nirgendwo anders. Und wenn da was fehlt, dann weiß ich, dass hier eine gelunzt hat. Muah. Und ich werde mich beim nächsten Mal einfach nach Hundsgrab begeben und dann Tränke brauen und so weiter. Ja. Von dieser Stelle sage ich euch bis nächste Woche, ihr Lieben. Sorry, dass es die letzten, also dass es nur zwei Folgen gab diese Woche und letzte Woche nur zwei Folgen gab, aber ab jetzt wird es wieder besser. Macht es gut, meine Freunde. Bis dann. Tschüss.